Damn easy. Der Klimawandel führt zu einem Anstieg an Überschwemmungen. Deshalb brauchen Menschen mehr Geräte und Möglichkeiten, um sich und ihr Eigentum zu schützen. Traditionelle Schutzmethoden sind veraltet und nicht sehr effektiv. Um Schutzbarrieren in Form von Sandsäcken zu bauen, sind viele Personen und Geräte erforderlich. Das Problem kann aber durch spezielle Schutzbarrieren wie die auf dem Bildschirm gelöst werden. Damn easy ist ein effektiver Schutz des eigenen Zuhauses vor steigendem Wasserstand. Er lässt sich leicht und schnell in die Tür befestigen und lässt das Wasser nicht eindringen. Zum Befestigen werden nur eine Person und ein Schraubenschlüssel benötigt. Die Seitenteile des Damn easy passen sich perfekt an den Gang an, dichten ihn ab und bieten maximalen Wasserschutz bis zu einer Höhe von 70 cm. Der Vorteil ist, dass sich das System ausdehnt und für eine Vielzahl von 78 bis 110 cm breiten Türen eignet. Watergate. Dies ist ein Notfallschutz aus weichen Materialien gegen Überschwemmungen. Das bemerkenswerte Hauptmerkmal von Watergate besteht darin, dass es für den Schutz das Wasser selbst verwendet. Dem Hersteller zufolge soll das System den Flussbetrieb erheblich vereinfachen. Der 200 Meter große Schutz ist schon nach 5 Minuten ausgerollt und einsatzbereit. Gleichzeitig erfordert seine Inbetriebnahme keine speziellen Technologien, Strom oder Spezialgeräte. Der Kofferdamm schützt den Außenbereich und die Gebäude effektiv vor Wasser und Verschmutzung und ist für einen bis zu 2 Meter hohen Wasserfluss ausgelegt. Ein einzelner Damm bietet den gleichen Schutz wie 10 Sandsäcke. Das System kann auf Böden jeder Art ausgerollt werden. Es passt sich dem Boden unabhängig vom Gelände an. Es kann auch an Hängen, Gras, Gehweg oder Schutt ausgerollt werden. Zu seinen Vorteilen gehört auch die Effizienz, denn die Barriere kann mehrmals verwendet werden und ist außerdem leicht zu reparieren. Die Lebensdauer von Watergate beträgt 30 Jahre. YouSafe. Ein Rettungsring hilft Ertrinkenden und hat seit seiner Erfindung über hunderte von Menschenleben gerettet. Und obwohl der Ring leicht eingesetzt wird, überlegten die Spezialisten des portugiesischen Unternehmens Noras Performance, wie so ein Rettungsring noch mehr helfen könnte, wenn man ihn steuern könnte. Diese Überlegungen veranlassten die Ingenieure, einen einzigartigen, ferngesteuerten Rettungsring zu entwickeln. YouSafe. Das Gerät hat seinen Namen nicht zufällig, weil es nicht die traditionelle Kreisform hat, sondern in Form des Buchstabens U ausgeführt wird. Das Gerät ist mit 2 kompakten Strahlantriebseinheiten ausgestattet, die es in Bewegung setzen. Es kann vom Ufer, Pier oder Deck ausgesteuert werden und kann sich bis zu 5 km vom Bediener wegbewegen. Mit einem Gewicht von nur 8 kg hält YouSafe Belastungen von bis zu 200 kg aus. Das heißt, dass man damit jede Person aus dem Wasser holen kann. Es ist bemerkenswert, dass die Ingenieure von Noras Performance auch heute daran arbeiten. Um noch fortschrittlichere Versionen von YouSafe zu entwickeln. Es ist geplant, ein Gerät herzustellen, mit dem mehrere Personen gleichzeitig gerettet werden können und ein Gerät, das Ertrinkende automatisch ohne menschliche Hilfe rettet. Han Solo 11 und Alpride E1. Black Diamond Equipment ist ein US-Unternehmen, das Ski-, Bergsport- und Kletterausrüstung herstellt.
Die Experten der Firma entwickeln ständig neue Möglichkeiten, um das Leben und die Gesundheit von Menschen, die einen aktiven Lebensstil führen und regelmäßig in die Berge gehen, zu schützen. Vor einigen Jahren wurden zwei der neuesten Entwicklungen vorgestellt, Han Solo 11 und Alpride E1. Der erste ist ein Rucksack, der es, wie auf den ersten Blick scheint, nicht von anderen unterscheidet. Im Rucksack ist jedoch ein Luftkissen verborgen, das sich öffnet, sobald der Besitzer einen Knopf drückt. So wird aus dem Rucksack in nur 2 Sekunden ein Werkzeug, das beim Sturz von einer Klippe das Leben retten kann. Gleichzeitig wiegt er nur 2,7 Kilogramm und bietet einen großen Innenraum. Der Rucksack kostet 1.000 US-Dollar. Alpride E1 ist für Menschen gedacht, die ihre Freizeit auf verschneiten Pisten verbringen. Der Rucksack erhöht die Möglichkeit, sich bei Lawinenabgängen zu retten. Das Kissen hat ein Volumen von 150 Litern und wird in nur 3 Sekunden aufgeblasen. Es öffnet sich und hilft, auf der Oberfläche der Lawine zu bleiben. Das Lawinenkissen ist daher so etwas wie ein Schwimmer beim Angeln. Außerdem ist es ziemlich groß und elastisch, um eine Person vor Stößen gegen Bäume und Steine zu schützen. Die Kosten für Alpride E1 betragen 1.200 US-Dollar. Pluter. Selbst wenn man schwimmen kann, besteht vor allem in natürlichen Gewässern immer eine Ertrinkungsgefahr. Für Kinder ist das Problem besonders akut. Eltern müssen ihre Kinder beim Baden stets im Auge behalten. Beim Autofahren werden wir von Airbags geschützt. Wenn wir Radfahren, tragen wir Helme und andere Schutzmittel. Nichts dergleichen ist aber für das Wasser erfunden worden. Es gibt nur sperrige und nicht sehr bequeme Schwimmringe oder Reifen. Das wussten auch die Ingenieure und entwickelten schließlich Pluter. Im gefalteten Zustand ähnelt das Gerät einem Halsband. Es ist klein, kompakt, wiegt nur 280 Gramm und stört überhaupt nicht beim Schwimmen. Der Hersteller bietet Pluter in 3 Größen an, damit ihn sowohl Erwachsene als auch Kinder tragen können. Im Falle einer unvorhergesehenen Situation, wenn eine Person das Gefühl hat zu ertrinken, muss sie nur eine Taste am Gerät drücken. Spezielle Pumpen füllen das Kissen mit Kohlendioxid und drücken den Betroffenen an die Wasseroberfläche. Die Behälter sind austauschbar, also kann Pluter mehrfach verwendet werden. Der Preis dafür beträgt 70 US-Dollar. Survival Capsule. Zwei Ingenieure aus Seattle haben ein Gerät entwickelt, welches das Leben bei einem Tsunami retten kann. Die Rettungskapsel bietet Platz für 2 Personen, die darin 5 Tage lang risikofrei leben können. Die Kapsel besteht aus widerstandsfähigem Luftfahrtaluminium. Die Konstruktion ist versiegelt, so gelangt das Wasser nicht ins Innere. Gleichzeitig hält das Gerät Stößen mit stumpfen und scharfen Gegenständen stand und schützt die Betroffenen auch beim Sturz aus großer Höhe. Der Hersteller bietet 5 Modelle in verschiedenen Größen an, je nach Anzahl der Sitze in der Kapsel. Alle Kapseln sehen gleich aus. Die Betroffenen gelangen durch eine abgedichtete Öffnung hinein. Die Kabine ist mit Sicherheitsgurten sowie einem 5-tägigen Lebensmittel- und Wasservorrat ausgestattet. In der Kapsel befinden sich auch Sonnenkollektoren, eine Trockenpulvertoilette, zusätzliche Beleuchtung und sogar eine Musikanlage. Nach Angaben der Entwickler bleibt die Kapsel immer auf der Wasseroberfläche. Außerdem wird im Inneren eine stabile, angenehme Temperatur gehalten. So kann Survival Capsule Menschen retten, die während eines Tsunamis, Tornados, Hurricanes und sogar Erdbeben keine Zeit für die Evakuierung hatten.